So, da. Ja, ich habe ein bisschen gelügt im letzten Part am Ende. Trotzdem nochmal Servus und willkommen zu The Legend of Zelda Majora's Mask. Wir haben den letzten Zyklus sehr gut abgeschlossen, würde ich mal behaupten. Jetzt geht's mit Bombe into. Zum Ozean kommen wir am schnellsten durch das Westtor. Ich weiß. Wir haben ja doch nichts geholt in den letzten Parts, unter anderem Kaffeis Maske. Dich legen wir schon mal auf, weil dich brauchen wir gleich. Und zwar nicht nur einmal. Und dann brauche ich 100 Rubine. Ich weiß, da gibt es eine Truhe. Gerade da ich dieses Wissen ja habe. Und erstmal Liebling und Schätzchen Tag 1 und 2 nicht wichtig sind, genauso wie Bogenschießen des zweiten ist jetzt erstmal nicht wichtig. Fliegen jetzt erstmal in die Berge. Hat zwei Gründe. A. Ich will jetzt das Schwert weg. Ich brauche noch was ganz was anderes. So, dich braucht man. Dich braucht man. Ich brauche mal optimal. Es gibt nämlich noch ein paar Sachen, die wir holen müssen. So, dann haben wir nämlich den ganzen Ingame-Tag Zeit. Erstmal tauchen wir den Ofen wieder auf. Huch! Oh, das ist mein großer Dienst erwiesen. Nun denn? Nun sollen die Flammen wieder lodern. Hehehe, danke nochmal. Gabora, bring unseren Toten eine Tasse Kaffee. Lauf, lauf. So, lass mich einen Blick auf dein Schwert werfen. Also gut, es kostet 100 Rubine, dein Schwert zu schärfen. Morgen bei Sonnenaufgang ist es fertig. Natürlich musst du das Schwert über Nacht hier lassen. Vergiss nicht, dass dein Schwert nach 100 Streichen wieder abstumpft. Und somit deine neu gewonnene Schärfe verliert. Möchtest du dein Schwert für 100 Rubine schärfen lassen? Klar. Danke für deinen Besuch. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Komm morgen früh zurück. Heißt, wir sind jetzt erstmal swordless. Da die Klinge sich gerade in der Schärfe befindet. Aber die Situation lassen wir nicht ungenutzt. Dann verwandeln wir uns nämlich schnell wieder in Darmani der Dritte. Nutzen die Gelegenheit, die Farm uns zu öffnen, weil Grone kann Pulverfass transportieren. Nicht Grone kann das nicht. Naja, außer du heißt hier. Also, du bist Big Show fast 2,30 groß oder Great Kali, aber das ist ein anderes Thema. Ich verkaufe Pulverfässer, die bekannteste Produkte geroden.
Brauchst du ein Pulverfass? Sie explodieren mit lauten Knallen, sind sehr gefährlich. Bevor ich dich deine Prüfung unterzogen habe, darf ich dir keins übergeben. Willst du versuchen? Klar. Schaffst du es, den Felsen der Eingang zur Rennstrecke zu versperren, mit dem Pulverfass zu zerstören, hast du meine Prüfung bestanden. Ja, klar. Nichts leichter als das. Geht das Pulverfass näher zu ticken, bedeutet es, dass es kurz explodieren wird. Versuche, den Felsen unter der Eingang der Rennstrecke zu sprengen, bevor das Pulverfass explodiert. Hat auch schon auf einem Schild, um die Rennstrecke zu finden. Als du es geschafft, kommst du wieder zurück. Oh, du sollst werfen. Ja, da ich ein bisschen viel Zeit verloren habe. Muss ich jetzt schauen, dass ich über... Man muss ja irgendwie schauen, dass man sich abkürzt. Dieser Weg hier ist eine geniale Abkürzung. So. Jetzt ganz schnell zurück. Dem Kerl davon berichten. Und dann haben wir schon mal das Pferd. Wir haben jetzt durch Teil die Nachricht bekommen, wir müssen ja irgendwie zum Ozean kommen. Und ohne Pferd geht das ja bekanntlich schlecht. So, lege ich mir schon mal die Ocarina auf. Und einen normalen Bogen. Es sieht so aus, als wärst du erfolgreich gewesen. Jetzt, da ich deine Geschicklichkeit kenne, habe ich kein Problem, dir fortan Pulverfässer zu überlassen. Es war nicht richtig von mir, dich nach mich so einem gefährlichen Test zu unterziehen. Bitte nimm meine aufrichtige Entschuldigung an. Gratis! Das können wir sowieso brauchen. Und nochmal der Hinweis, wenn du mit dem Pfeil triffst, macht das mehr Bums. Dann müssen wir eh erstmal in die Milchstraße, weil da gibt es nämlich jetzt ihr krasses Pferd. Ich werde nochmal den Pikibernia hoch müssen. Damit wir dann noch im... Jetzt können wir das Pulverfass ablegen. Gib mal die Kanickelohren. Ja, ein bisschen Schaden hat man genommen, aber die Ranch ist offen.
Jetzt können wir wieder auf die Farm. Da die Zeit sowieso verlangsamt ist, haben wir gar keinen Stress. Ach, da wird gerade Essen gekocht. Was gibt's? Chicken Nuggets? Fleisch? Burger? Keine Ahnung. Sieh doch! Ist das nicht dein Pferd? Ja, das ist das Pferd. Hey, wer bist du? Ich bin Romani, trage denselben Namen wie die Ranch. Und wie heißt du? Link. Link? Das ist ein hübscher Name, aber... Wie wär's mit Grashüpfer? Ich würde dich gern so nennen. Du trägst grüne Kleider und tippst ständig herum. Da ist Grashüpfer sehr passend. War gerade beim Üben für heute Nacht. Heute Nacht. Sie kommen heute wieder. Und deswegen habe ich immer plötzlich Pfeile. Sie kommen nachts jedes Jahr, wenn der Karneval näher rückt. Ach, sie kommen in einem hellen, leuchtenden Ball. Es sind sehr viele. Ach, Dietens. Das klassische Klischee-Alien zur Kühe. Und dann gehen sie auf die Scheune zu. Meine Schwester will mir nicht glauben, aber ich muss die Kühe beschützen. Hey Grashüpfer, ich bin gerade auf der Suche nach einem Assistenten. Du hast doch einen Bogen, willst du es nicht versuchen? Ja. Supi, das nennt die Kampfgeist Grashüpfer. Also lass mich dir meine Strategie erklären. Sie erscheinen überall auf der Ranch. Dann bewegen sie sich langsam auf die Scheune zu. Du musst es mit Pfeilen treffen, hast du verstanden? Du darfst dich nicht so weit von der Ranch entfernen. Komm Grashüpfer, lass uns üben. Auf dem Gelände finden sich 10 Ballons. Du musst sie in weniger als 2 Minuten zerstören. Der Rekord liegt bei 1 Minute. Bist du bereit? Klar. So, einen Rekord haben wir sicher nicht. Naja, aber wurscht. Hauptsache wir haben's. Okay, du hast es geschafft. Ein 16, das ist nicht übel. Ihr zwei seid ein perfektes Team. Bring dir ein Liedball, womit du Pferde rufen kannst. Ich hoffe, ihr beide versteht euch weiterhin so prächtig. Ihr habt noch Zeit, ein wenig zu üben. Das Pferd scheint dieses Lied zu mögen. Ja, es ist Iponas Lied. So, Dala. Was wir im nächsten Part machen, werden wir ein bisschen Synchronrennen fahren, bevor es uns ans Meer verschlägt.
Das ist Deponas Lied, ein Lied zweier Seelen, deren Vertrauen ihre Bande sind. Triffst du die Ballons an, dann platzen die einfach. Sind sie fort, aber die Eckengeister kommen immer wieder. Wenn sie in die Scheune verlangen, haben wir verloren. Beim ersten Sonnenstrahl machen sie sich aus dem Staub. Wir müssen also bis zum Morgengrauen gegen sie kämpfen. Ja. Der Einsatz beginnt um 2. Ich werde auf der Scheune warten, komm nicht zu spät. So, dann werde ich hier den Part beenden. Und im nächsten Part werden wir uns wiedersehen, wenn ich den Boss nochmal geklatscht habe. Bis dann. Ciao, ciao. So, Dala. Ja, das habe ich vergessen noch zu erwähnen. Wenn man in nochmal in den Tempel reinkommt, der du mein Vermächtnis trägst. Kehre zurück zum heiligen Ort, um mir gegenüberzutreten. Dann kann man jederzeit wieder zurück zum Boss. So, und jetzt hoffe ich, der Part hat euch gefallen. Das war noch ein kleiner Schnitt. Ciao, ciao.